Leute, Ruhe! Ihr habt uns zu 2 Jahren Frieden verholfen, Klaus Störtebeker. Granada steht in eurer Schuld. Möge der Allmächtige, den wir unter unterschiedlichen Namen anrufen, stets mit euch sein. Granada schuldet uns nichts. Ich wusste nie, welche Geheimnisse Granadas Boten verbirgt. Habt ihr gefunden, wonach ihr gesucht habt? Ja, eigentlich nicht. Vermutlich nur einen weiteren Stein auf dem weiten Weg zur Erkenntnis. Was ist das überhaupt? Was? Ihr seid Seeleute und kennt keinen Kompass? Ich hab schon davon gehört, aber ein solches Wunderwerk noch nie gesehen. Die Nadel zeigt immer nach Norden, nicht wahr? Stimmt. Die Windrose darunter ist in 32 Striche unterteilt. Wenn man nun den Bug eines Schiffes auf einen bestimmten Strich ausrichtet, läuft das Schiff immer in diese Richtung. Ach so? Braucht man gar keine Landmark mehr zum Navigieren? Ja, das ist ja das Wunderbare daran. Schaut mal hier auf der Karte, lauter Zahlen. Oh mein Gott. Wer soll denn aus diesem Gekrakel hier schlau werden? Also diese Tempelheimis, die gehen mir langsam aufs Gekröse. Seht mal hier. In Spanien, Frankreich, England. Und hier, diese Meerenge. Gibraltar. Ja, und was sollen diese Zahlen bedeuten? Ja, warte mal, warte mal. Ganz einfach. Von Gibraltar, eine Tagesreise westwärts, 8-Backbord. Dann 9-Steuerbord, Kurs Nord. Jo, wo landen wir da? Sag mal, liegt da oben nicht Schottland? Ja, Schottland. Ja, und hier dieses Wappen, ein gezacktes Kreuz. Schottland. Vielleicht